willkommen bei Moving Image. Ich bin heute hier mit dem Ingo und wir wollen euch ein bisschen was darüber erzählen, wie wir unsere Reise zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit begonnen haben. Hallo Ingo, schön, dass du da bist. Hallo Katrin, gerne. Wir wissen ja, Klimaschutz ist für uns alle wichtig. Wir wissen es eigentlich, machen auch im privaten Bereich hoffentlich alle ganz viel dafür. Aber gerade so im Unternehmenskontext ist das teilweise noch nicht ganz so angekommen bei vielen, wie wir es uns gerne wünschen. Wir und speziell auch du hast das Thema bei uns ja strategisch auf die Agenda gebracht. Vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz, wieso dir das so am Herzen liegt. Ich glaube ganz schlicht und einfach, dass Digitalisierung und Klimaschutz die beherrschenden Themen der nächsten Jahrzehnte sein werden. Und dass wir als Softwareunternehmen natürlich bei der Digitalisierung ganz vorne mitspielen und dann aber auch beim Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag leisten können. Das Gute ist, dass durch unser Geschäft wir zumindest unseren Partnern, unseren Kunden dazu verhelfen, dass sie wirklich CO2 vermeiden können. Nicht nur kompensieren, sondern vermeiden können, indem einfach mehr Sachen über Video gemacht werden. Insofern helfen wir durch unser Geschäft sehr stark dabei, dass wir mit der Digitalisierung die Klimaneutralität sicherstellen. Jetzt ist es ja so, dass wir auf dem Weg sind, auch unsere Emissionen selber zu reduzieren. Aber wir konnten jetzt natürlich nicht schon alles selber erreichen. Deswegen haben wir ja auch das Glück, dass wir mit Climate Partner Projekte unterstützen können, die für unseren CO2-Ausgleich wichtig sind. Eines meiner Favoritenprojekte ist das Projekt, was wir in Paderborn unterstützen. Da geht es um Moore, die stark abgebaut worden sind und aber wie die Meere sehr viel CO2 speichern und auch ein wertvoller Lebensraum für viele bedrohte Lebensarten sind. Und dort wird jetzt zum Beispiel eben dieses Moor wieder renaturiert. Ganz spannendes Projekt für mich. Ja, fand ich auch. Und ich habe auch dazu gelernt, dass Moore da wirklich so eine große Bedeutung haben. War mir gar nicht so bewusst. Mein Favorit spielt sich allerdings in Indien ab. Dort ist es bislang in der Regel so, dass um sauberes Trinkwasser zu gewinnen, wird Wasser abgekocht. Um das Wasser abzukochen, müssen Wälder gefällt werden. Da kommt man jetzt von ab. Dort wird Wasser aufbereitet und wird dann entsprechend verteilt in die Dörfer rein. Und das heißt, die Menschen kommen viel einfacher mit weniger Arbeit, weniger Kosten zu sauberem Wasser, was ich für eine extrem gute Sache halte. Und da sieht man auch wieder, wie wichtig die Zusammenhänge da sind, ne? Also wir schützen die Umwelt, weil Wälder eben zum Beispiel nicht abgeholzt werden und gleichzeitig werden die Menschen auch vor Krankheiten geschützt. In der Tat hat mich das auch überrascht, dass man so ein bisschen um die Ecke denken muss, wenn man sich überlegt, wie kann man überhaupt CO2 einsparen. Da hätte, glaube ich, keiner im ersten Schritt daran gedacht, dass das mit Trinkwasser aufbereiten zu tun hat. Aber dafür gibt es ja unsere Partner, die uns da helfen, die richtigen Projekte herauszufinden.